Und ich habe eine spezielle Affinität zu diesem Komponisten, weil ich 1983 zu seinem 100. Geburtstag zum ersten Mal Musik von Anton Webern gehört habe. Mein damaliger Lehrer Friedrich Zerr hat mich gezwungen, mit ihm in ein Konzert zu gehen, mir eine Musik anzuhören, die mir damals noch fremd war. Und ich war von den Orchesterstücken Opus 6 dermaßen beeindruckt und überwältigt, dass ich danach mein Leben geändert habe, also mein Leben als Komponist. Ich habe dann alles, was ich davor gemacht habe, für null und nichtig erklärt und hatte dann eine zweijährige Schreibblockade. Und nach dieser Zeit, in der ich mich sehr viel mit Anton Webern beschäftigt hatte, war ich dann plötzlich in der Lage, wieder zu komponieren, aber in einer völlig anderen Weise. Und jetzt diese Idee mit dem Webern-Gedenken, 1945 ist er gestorben, 2005 wurde genau an seinem Todestag von mir eine Open-Air-Installation im Mittersil eröffnet, wo auf dem Dach des Rathauses ein Lautsprecher versteckt war, der alle 15 Minuten, so wie eine Kirchenglocke, geläutet hat. Das waren Kirchenglocken, also sogenannte Carillons, also die man auch aus Holland und aus Belgien kennt, die elektronisch, also die sozusagen elektronisch simuliert waren und die alle 15 Minuten ein kurzes Stückchen Musik gespielt haben, das aus einer Zwölftonreihe, die Anton Webern im Mittersil konzipiert hat, stammen. Das heißt, ich habe diese Zwölftonreihe, die dann aufgefunden worden ist, die ist auf einer kreisrunden Tischplatte angeblich im Kreis aufnotiert worden. Das war sozusagen mein klangliches Ausgangsmaterial, nicht mein klangliches, mein strukturelles Ausgangsmaterial.